Die größte Auswahl an Kurzwaren. Ganz ehrlich, niemand kann mir erzählen, dass man das überlebt. Egal. Wir sind Assassinen in Ausbildung, wir können alles. Was wir auch können. Einmal nach Seite finden. Hier bestimmt irgendwo rumliegt. Ganz in der Nähe. Sie könnte da auf dem Dach liegen. Da ist sie. Hier geblieben, du Alma nach Seite. Du entkommst mir nicht. Au. Hältst du dich nicht am Fenster fest, Junge? So, Band 2. 2 von 4. Jawohl. Und da war noch eine Schatztruhe in der Nähe. Und da vorne sind wieder einmal nach Seiten. So rennen wir hier von einem Punkt zum nächsten, weil wir immer wieder was finden, was gerade mal in der Nähe ist. Wo wir uns dann sagen, ach komm, weil wir jetzt gerade hier in der Nähe sind, nehmen wir das noch mit. Dann sind wir natürlich nie fertig. Wow. Mal hier hinter dem Zaun. Okay. Schloss knacken. Wir wissen ja, wie es geht. Rein mit dem Dietrich. Vorsichtig gedreht, bis er passt. Den zweiten dazu. Vorsichtig gedreht, bis er passt. Na. Jetzt. Und knacken. Komm schon. Komm schon. Jawohl. 1250 Pfund. Das hat sich doch mal gelohnt. So. Was nun? Da oben wäre noch eine Almanachseite. Oder? Ansonsten haben wir hier die Gegend. Hier ist eine Kuriermission ganz in der Nähe. Wenn ich mich jetzt fallen lasse, bin ich wahrscheinlich tot. Und da haben wir ein feines Gespür. Da hau ich mal lieber ab, ne? Auf die Gesetz! Die Zeitung in Posten! Zack. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken, gute Frau. Oh, da sind Soldaten. So. Hallo, guter Mann. Danke. Briefe in Posten zustellen. Jetzt haben wir diese Mission irgendwie auch angenommen, wie mir scheint. Und ich kriege hier schon wieder neue Almanachseiten angezeigt. Das ist ja... Also nebenmissionstechnisch hört das ja hier nicht mehr auf, ne? Das kann man ja stundenlang treiben. Achtung, ich muss hier mal durch. So. Soldaten unauffällig benehmen. Voll auf hier. Ey, was ist das Problem? Entschuldigung. Wow. Wow, 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 wow. Das könnte wieder auf dem Haus sein. Hier ist ein... Na? Ich komme hier rüber. Okay. Komm ich hier hoch? Das stimmt, oder? Ah, Alter. Fitter Kerl. Kann man nichts gegen sagen. Da fliegt sie die Seite. Jawohl, hab ich. So. Wo komme ich her? Hier. Das war jetzt nicht der Todessprung, wie gedacht, aber auch cool. So, und wieder eine Almanachseite eingesammelt. Die da oben ist mir jetzt zu weit weg. Drüben könnte ich einen Brief dingsen. Ah, der zeigt mir das hier an, weil Schnellreise. Weil ich ins Grenzland muss für die nächste Mission. Hier gibt es eine Taverne. Hier gäbe es wieder eine Almanachseite.
Ich laufe jetzt nochmal so ein bisschen durch Posten durch. Guck mal, was ich hier noch mitnehmen kann auf dem Weg. Primär auch ein bisschen vielleicht wegen der Schätze, damit ich mal wieder ein bisschen Geld zusammenkriege. Hoppla. Okay. Zack, zack, zack. Dann finde ich hier auch irgendwo nochmal einen Aussichtspunkt, wo ich mich nochmal synchronisieren kann. Sieht aber nicht danach aus. Was ich aber finde, ist hier die Almanachseite. So, wo fliegt die hin? Ah! Warum nur zeigt ihr euch als ein Bilder? Keine Ahnung, weil ich kann. Wo fliegt diese Seite hin? Ah, das sollst du doch nicht. Ah, die ist verloren. Schade. Ärgerlich. Okay. Gut. Jetzt ein Schnellreisepunkt. Wahrscheinlich so ein, ja. Aber ich nehme an, dass ich hier... Oder kann ich diesen... Ja, da kann ich den Untergrund betreten. Das will ich natürlich nicht. Ich würde gerne in Richtung... Richtung Grenzland, wenn es geht. Hier hat es auch nochmal einen Schatz. Wie weit ist der entfernt? 100 Meter, das ist okay. So, wo muss ich denn lang? Oh, vorsichtig, hier ist irgendjemand, der was von mir will. Ich glaube nicht. Okay. Soldaten, den gehe ich aus dem Weg. Weil es besser ist. Okay, da hinter diesem Zaun muss unser Ziel sein. Also hepp drüber und zack. Jawoll. Und das Schloss knacken. Attentat. Wer will denn jetzt hier einen Attentat machen? Nächste Woche eine neuartige Drechselbank präsentiert. Kommt und bestaunt dieses innovative Meisterwerk. Okay. Ah, verdammt. Ah, was ist denn los? Ja. Jetzt haben wir ihn. Jetzt kriegen wir ihn auf. Komm schon! Zack, 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 zack. Klack! Jawoll! Und? Steinschusspistole und 750 Pfund. Die Drohne im Zentralbezirk plündern 1 von 7. Ja, das werden wir jetzt auf keinen Fall alles weiter durchziehen mit sämtlichen Dingens. Das Einzige, was ich jetzt noch mitnehmen will, weil ich es jetzt einfach nicht lassen kann, weil er direkt um die Ecke ist, ist Hinkebeinsklunker hier drüben. Wegen den paar Metern. Komm, pfeif drauf. Zack, hops. Wir nehmen die Abkürzung. Wenn das mutig ist. Das sieht aus, als wäre es da. Ja, da sind keine Soldaten drauf. Hier komischerweise auch nicht. App. Okay. Gut so. Da ist ein Kirchturm, ob ich auf dem synchronisieren kann. Sieht nicht danach aus. Oh, Almanach. Ich habe aus Versehen jetzt einen hier aktiviert. Ich weiß nicht, ob er jetzt nicht vorhin geflogen ist. Da. Ah, er fliegt weg. Er fliegt darüber. Der Nachbar zeigt ganz neue Kunst. Das Pferd eines Gedankenlosen. Nee, der ist weg. Die ist weg. Pfeif drauf. Okay, egal. Ich wollte den Klunker mitnehmen. Entschuldigung. So, ich nehme den Klunker mit und gut ist. So, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich langsam mal hier nach Hause komme. Ach, jetzt habe ich hier noch eine Postmission. Stimmt, die habe ich auch angefangen. Ich weiß halt nicht, ob ich diese Mission zu Ende bringen kann, nachdem ich hier aus dem Land gereist bin. Interessante Frage. Ich will wieder den Postmann spielen hier. Tja. Wir machen gleich mit der Story weiter, versprochen. Ehrlich.
Aber ich bin halt auch so jemand, wenn es Nebenmissionen gibt, dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, das nach Möglichkeiten, obla, immer mitzunehmen. Danke. Bitte, bitte. Wenn man... Ach so, das glaube ich bald nicht mir. 1 von 4 habe ich überbracht. Und wir kommen direkt von einem Punkt zum nächsten. Hier ist ein Synchronisationspunkt in wenigen Metern da drüben. Die Kirche, da können wir jetzt auch gerade nochmal drauf springen. Ja, ja. Hundi. Hundeschnuff. Zack, zack, zack. Und hoch damit. Irgendjemand dachte da ganz bescheuert. So, und hier ist es ein leichtes hochzukommen. Mit diesen Querstreben ist das nicht allzu schwer. Und dann sind wir auch schon oben und die spannende Musik beginnt. Und da haben wir es doch auch schon. Okay, synchronisiert. Da unten ist unser Ziel. Yippie-yay, Schweinebacke. Hola. Sehen wir hier mal wieder ein bisschen was? Keine Postmission in der Nähe. Ah, da sind die Postmissionen. Die sind ja alle kreuz und quer verteilt. Hey, ich würde die aber trotzdem ganz gerne jetzt noch erledigen. Einfach weil ich glaube. Ach, hey, je, das ist aber jetzt echt weit. Ja, ja, lass mich in Ruhe, Kinder. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist, hoppla, gut. Da geht's ein bisschen schneller. Hey, ho. Oh. So ein Pferd hat ja dann doch, ein bisschen mehr Schwung. Muss nur gucken, dass ich hier gut durch die Stadt komme. Achtung, aus dem Weg. Mann mit Pferd. Na, Vorsicht. Ja, es tut mir leid, ich habe halt keine Hupe an dem Ding. Ich muss da schon ein bisschen aufpassen. Achtung, die Dame. Vorsicht. Nichts verflucht. Ihr müsst halt aus den Füßen gehen. Aber was rennt ihr auch alle auf der Straße rum? Das ist ja echt schlimm mit euch. Vorsicht. Ja, ich... Oh, Soldaten möchte ich doch ungern überreiten. Die könnten sauer werden. Das doch ein wenig persönlicher nehmen. Achtung. Achtung. Ich muss hier durch. Achtung. Was? Nein. Ich kann nichts dafür, dass ihr auf der Straße rumrennt. Nein. Noch sind wir hier nur mit Pferden unterwegs. Wartet mal ab, wenn hier, seltsame Dinge erfunden werden, die vielleicht von alleine fahren könnten. So was gehört soll es geben. So, jetzt muss ich gerade noch auf die Karte gucken. Ah, ich muss jetzt erstmal nach unten. Also nach rechts. Jetzt komme ich da nicht hin. Achtung! Weg, Hundi! Alter Mann! Die laufen mir aber auch echt direkt vor die Nase. Ist das der Richtige? Nein, das ist noch lange nicht der Richtige. Ich markiere mal. So, ich will nicht für Schnellreise dahin. Ich setze einfach mal eine Markierung irgendwo. Nur, dass ich weiß, wie lang ich hier am Hafen entlang muss. Entschuldigung. Tut mir ein bisschen leid. Komm schon, Pferdchen, da kommst du doch vorbei, oder nicht? Nee, offensichtlich nicht. Ah, verdammt. Dann müssen wir wohl außen rum. Achtung, Mann mit Pferd. Ich versuche schon bewusst, niemanden von euch umzureiten, aber es ist manchmal nicht ganz einfach mit euch im Weg stehenden Kollegen. So, zurück auf die Hauptstraße und links rum.
Das sieht gut aus. Jawohl, hier kommen wir direkt auf unsere Markierung. Hier kommen wir auf dieses Pier. Genau hier wollen wir hin. Oh, langsam, da sind Soldaten. Entschuldigung. Vorsichtig, gute Dame. Gut, dass ich so schnell reite, dass ich dieses Hummel habe von dieser Frau leider nicht mehr genau verstanden habe. Das war zugegebenermaßen ein bisschen gruselig. Das verstehe ich. Oh, ho, ho. Braves Pferdchen. So. Ach, hör auf damit. Aufhören damit. Geh einfach zu diesem Mann hier rüber und gib ihm seinen Brief. Danke. So, 2 von 4. Und hepp und wieder hoch. Und wo ist das Pferd? Hiermit wird bekannt gegeben. Ich brauche Hilfe. Hey, ho, ho, ho. Langsam, mein Freund. Okay. Einen Brief haben wir noch hier und einen haben wir noch da drüben. Alles klar. Es liegt alles auf dem Weg jetzt zurück. Okay, jetzt muss ich nur sehen, dass ich hier diesen Papier wieder... Wegkomme. Die laufen einem aber auch mit großem Vergnügen vor die Nase. Nein, nein. Ich überreite dich einfach und gut ist. Vorsicht. Oh, schon wieder so einer, der mir genau vor die Nase rennt. Hört halt mal auf damit, guck mal, der geht wenigstens zur Seite. Richtig so, mein Freund. Richtig so. Achtung. Achtung, Mann mit Pferd. Heiß und fertig. Achtung. Oh, ho, 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 ho. Ach, rennen wir doch nicht vor die Seitengassen. Nicht mehr den Soldiers anlegen. Das wollen wir nicht. 300 Meter sagt mir die Navigation. Oh, Achtung. Vorsicht, guter Mann. Hey, Sie, Sie haben einen flimmenden Karren. Sind Sie das gut? Achtung. Schon wieder eine Frau überritten. Das tut mir schon ein bisschen weh auch, wenn ich das so sehe. Näher ans Fort herankommen. Was soll ich denn jetzt mit Fort Hill? Das wieder. Achtung! Ich finde das auch lustig mit diesen Aussagen, die da eben. Habt ihr euren Verstand zu Hause gelassen? Das ist genau die freundliche Frage, die man stellt, wenn man von irgendeinem wild gewordenen. Keine Ahnung, was über den Haufen geritten wird. Also ich würde da, glaube ich, freundlicher reagieren. Oh, oh, oh. Okay. So, absitzen. Danke. Brief übergeben. Wieder aufsitzen. Karte gucken. Dieses Fort interessiert mich jetzt mal gar nicht. Ich gehe jetzt da rüber. Der letzte Brief ist da unten. Okay. Oh, und rum und weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das jetzt hier schon mache. Ich gucke zwar immer mal wieder. Wo ist denn jetzt hier lang? Da. Zwischendurch auf die Uhr, aber ich habe mir nicht gemerkt, wann ich angefangen habe. Ich glaub, ein paar Minuten lang mache ich das schon. Aber ich bin ja schon auf dem Rückweg. Gib mir Mühe. Hoppla. Die kleinen Gassen von Boston sind ein bisschen unübersichtlich. Oh, 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 nicht die Soldaten überreiten. Das mögen die gar nicht. Das kann ich auch verstehen. Ich weiß nicht mal, wem dieses Pferd gehört. Das muss doch eigentlich auch ein Besitzer haben. Ah, hier kommen wir mal wieder ein bisschen auf offenes Gelände. Okay. Oi, da hinten. Wachhunde haben sein feines Gespür, wenn sie bemerken, alarmieren sie die
Wachen. Das ist aber auch ärgerlich. Wie soll ich denn da an die Kiste rankommen? Ganz einfach. Hat das einen Grund, dass du den blinden Esel gibst? So. So einfach ist das. Kein Wachhund, kein Ärger. So. Bisschen vorsichtiger. Achtung. Kühlen. Jawohl. Und da haben wir ihn. Zack, 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 zack. Jawohl. Und offen ist die Kiste. Spirituosen. Hustenmedizin. Steppdecken. Edle Möbel. Hasenpfeffer. Spielkarten. Hustensirup. Perücken. Fackeln. Bäranhänger. 1250 Pfund. Du hast was Gutes bewacht, mein Lieber. So, es geht weiter Richtung hier. Die nehmen wir noch mit und dann biegen wir nach Süden ab, geben den letzten Brief ab und verziehen uns dann wieder in die Außenbezirke.